Die größten Rätsel der Welt werden heute gelöst. Von den größten Gehirnen, The Rocket Beans. So sieht es aus. Es ist Zeit für Adventure Time. Jetzt ist dein Moment. Jetzt ist dein Moment, Gehirn. Da war noch ein Gag in Vorbereitung. Ja, ich dachte, Maske? Ich gehe jetzt immer so durchs Haus. Hast du deine Maske dabei? Mach ich immer so. Ja, irgendwann musst du sie nur noch dabei haben. Ja, hier ist meine Maske. Ja, alles klar, dann gehen sie doch rein. So in der Plastiktüte. Ja, hallo. So. Nach dem großen Erfolg von meinem Salat auf Twitter, den ich mir damals geholt habe, alter bei Monkey Island 2, 3. Drei. Gibt's jetzt den ersten Teil. Aber du wolltest darüber reden, über den Salat? Nee, ich hatte es schon vergessen, den Kugelschreibersalat. Ja, hab ich dir. Aber war das wieder mal sowas? Ne? Das war wirklich kein Witz. Ein richtig dicker Schlüssel in so einem Lahmacun. Aber nicht der gleiche Laden. Nee, es war auch nicht mir, sondern es ist wirklich der Freundin, meiner Freundin passiert, als sie in Berlin waren. Sie hat mir direkt das Bild geschickt und ich meinte, kann ich das Bild haben? Und sie wollte es mir erst nicht geben. Und dann meinte ich, bitte, bitte, ich krieg dafür mindestens 5000 Likes. Das ich muss bekommen. Ich haben, dieses ja, Bild. Und es war auch wirklich so ein geiles Bild, Alter. Und da war ein Schlüssel. Ein richtig dicker, so ein. Ein Schlüssel bunt auch. Nee. Das wäre ein bisschen zu hart. Aber einfach ein einzelner Schlüssel, wahrscheinlich. Oh. Du kennst das. Irgendwo auf der Bank liegt irgendwo ein Schlüssel. Aber wie kann das? Und dann fällt der da rein. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber die Hygienebedingungen in Deutschland sind auf jeden Fall seit unserem Let's Play nicht besser geworden. Naja. Wir machen endlich weiter mit dieser tollen Rubrik. Wir haben ewig drüber gesprochen, dass es uns ja auch viel Spaß gemacht hat. Und es hat einfach nur 2,5 Jahre gedauert, bis wir es hingekriegt haben. Bis wir das Spiel zum Starten bekommen. Ja. Und jetzt fangen wir an mit Monkey Island 1 tatsächlich. Wir haben uns am Anfang gefragt, ob es eine gute Idee ist, das zu spielen, weil wir angeblich schon so viel kennen. Und es stimmt ja auch. Aber man vergisst ja auch sofort alles wieder. Ja. Also man erinnert sich dann immer so an einzelne Sachen, wo ich auch weiß, ah ja, hier Monkey Ranch und so, das vergisst man natürlich nicht. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. aber man vergisst halt auch viel. Also insofern schauen wir mal, wie weit uns unsere Erinnerung tragen. The stuff eats right through these mugs and the cook is losing a fortune replacing them. So sind sie mir auch irgendwann mal. Hoffentlich. Aber irgendwie auch nur so im eigenen Räumchen mit. Ja. Nebeneinander vor allem. Aber sind nur drei, ne? Ja, das macht mir ein bisschen Angst. Na gut. Eigentlich gehört der hier der gehört auch noch dazu. Also ehrlich gesagt. Der Bärtige Simon, oder der Hund. Nee, der Hund. Ja, das bin ich. Simon, komm doch mal an den Tisch. Irgendwie sehe ich da hinten Nils. Ich kann es nicht anziehen. Da, ja. Für mich ist das Nils. Pick-up-Pot geht auch nicht. Someone cooked head cheese. Ja, gib denen den einfach. Ah, natürlich, okay. Jetzt ist die Frage, wollen wir das in der nächsten Folge machen? Eine spektakuläre, oder wollen wir es jetzt machen? Ja, gute Frage. Guter Cliffhanger. Mhm. Okay, dann ist hier der Cliffhanger. Und was passiert, wenn Guybrush Threepwood einen Kochtopf aufsetzt und zu den Fettuccini Brothers geht? Das erfahrt ihr. Beim nächsten Mal. In die Superboys, Monkey Island. Die Superboys. Das gefällt mir. Na komm. Soll ich was sagen? Ich bin gespannt. Nein. Nee, eigentlich wollte ich irgendwas machen mit du Affe, ne? Wegen diesem Meme. Aber dann dachte ich mir, nee, dann bringst du lieber nicht hier rein. Deswegen hinter dir. Ein Affe. Es geht schon wieder schlecht los. Aber die Leute verzeihen uns das. Natürlich. Unvorbereitet. Das ist ja unser Flair. Das ist gut, wenn man sich das zum Eigen gemacht hat. Genau. Ja, wir sind Folge 2 bei Monkey Island 1, der Special Edition. Wir haben als letztes, ich fasse mal kurz zusammen, haben die 3 Prüfungen bekommen. Die sind ja sehr einfach. Schwertmeister finden und ich hab die anderen beiden. Aber wir haben ganz viele Leute. Aber wie selbstverständlich du es gesagt hast, ist ja ganz einfach. Also du hast Schwertmeister finden. Schatzsuche. Was war das dritte? Schatzsuche, Grob Schwertmeister. Nee, und ey, wir sind so schlechte Piraten, Mann. Ja, aber das dritte halt. Man muss ja nicht direkt wissen, wo man ankommt. Es reicht ja, wenn man weiß, wo man loslegen muss. Das war gut. Wie lange haben wir schon gespielt? 2 Stunden, ne? Oh, ja, schon 18% des Spiels, 19% des Spiels. Die Typen wissen. Ja, die Typen wissen, wo der Pirat den Grog rauskommt. Adventure Bros, wenn ihr mal eine Frage habt und im Leben nicht weiter wisst, dann ruft unter 555 Adventure Bros. Dip, 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 dip.
Ja, hallo? Ja, hallo, ich habe ein Problem beim Adventure. Da ist dieser Vogel, wie kriege ich den weg? Kein Problem, ich komme vorbei und verscheuche ihn. Gut, gut, gut. Sie haben meine Adresse ja noch gar nicht. Das ist richtig. Bis gleich. Das ist richtig. Wir helfen in allen Lagen. Ja, das hat Spaß gemacht. Schön wieder Classic Adventures. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, ich freue mich drauf. Schreibt gerne in die Kommentare. Nach wie vor suchen wir den Cast für unseren Monkey Island Film. Nils, das ist hier unsere Zeit. Hallo, muss Nils. Immer muss er sich reinschleichen. Guck mal, ich bin auch noch Nils. Hallo, ich mache hier auch noch mit. So, tschüss, wieder geht er. Aber was er sagt hat, das stimmt schon. Stimmt, man kann ruhig mal abonnieren. Abonniert den Kanal. Soll ich? Dann mache ich. Nee, ich habe was vorbereitet. Und zwar aber ein bisschen. Ich muss ja daran denken. Du kennst doch diese Geschichte, denk nicht an Affen. Dann denkt man an Affen. Was? An Affen. Ne? Oder jetzt? Nee, das passt doch ganz gut für Monkey Island, dachte ich mir. Denkt nicht an Affen. Oder an uns. Let me see the best ship you've got. Hey, it's nice to meet a man who appreciates quality. I've got just the boat for you. Walk this way. Ja, wie ich das früher gefeiert habe mit diesem Karo-Muster und dass es immer gleich bleibt. Exakt beschreibt ihn irgendwie so perfekt, diese Klamotten. Also, das mit dem Job hatte ich komplett vergessen. Ich auch. Aber das ist interessant. Ich weiß nur auch nicht, wo man da am besten hingeht. Das werden wir sowieso nächstes Mal sehen. Wir haben hier eine Karte gekriegt von Stan und müssen uns überlegen, wie wir an Geld kommen, um uns ein Schiff zu kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ede und Simon auf der Suche nach einem neuen Job. Auf der Suche nach viel Geld. Das ist ja eine Story of our life. Klassiker. Sollte ihr auf keinen Fall verpassen. Nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Adventure Time mit Monkey Island 1. Geld. Wir brauchen doch Geld. Simon. Ja, ich stimme dir zu. Ein Schiff. Ich würde aber auch, ja, für ein Schiff, ne? Ich würde aber auch, wäre mit einem guten Kredit auch schon einverstanden. Es ist dann nämlich nicht unser Geld. Das ist mehr so Geld, was jeder Plan. Ja. Sehr gut. Das gibt es jetzt. Wer gibt zwei Typen wie uns einen Kredit für ein Schiff? Ja. Was können wir denen? Sicherheiten. Wir müssen irgendwas anbieten als Sicherheiten. Meine Haarlinie. Ist das wirklich eine Sicherheit? Ja. Oder ein Risiko? Ja, stimmt schon. Ja. Wird nicht besser mit dem Alter. Ich weiß es nicht. In meinem Fall würde ich natürlich sagen, überragender Humor. Ja. Aber der vielleicht auch, wenn er irgendwann nicht mehr, wenn er nicht mehr zeitgemäß ist, zum Beispiel. Das stimmt, ja. Was ist, wenn die Zeit sich hier ist mein Humor, hier ist die Zeit und es geht so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wär nicht gut. Fantasy. You got a job? Yes, of course I do. All right. I'll get one of my notes and we'll fill it out. Okay, das ging jetzt wirklich einfach. Na, so läuft's im Leben. Aber warum fragt ihr uns denn nicht mal, welcher Job? Fake it till you make it. Pirat ist doch auch kein Job und er ist es noch nicht mal richtig. Ach, das müssen wir uns merken. So war's. Ja, ich sag's dir. Du hast recht. Okay, das müssen wir uns jetzt Achtung. Merken. Achtung. Einmal rum. Einmal auf Viertel vor. Zurück auf Viertel vor. Auf halb. Willst du es nochmal machen, damit ich es ganz filmen kann? Oder wollen wir das so merken? Also, einmal komplett rum. Ja, und dann einmal Viertel vor. Einmal zurück, Viertel vor. Dann. Oh, jetzt ist er weg. Ja, jetzt haben wir es aber nicht aufgefallen. Ach, ich weiß es. Aber wie macht man das überhaupt? Wahrscheinlich drücken halt immer, ne? Mhm. Jetzt musst du es vielleicht ziehen, oder? Bist du, oh. Ah, doch, ja. Oh. Das ist super schwer. Ab jetzt weiß ich nämlich nicht mehr. Ja, genau. Entschuldigung, Sie können Sie uns bitte helfen, Ihren Safe aufzumachen. Filmst du ab? Jetzt film ich. Einmal ganz rum, links rum, einmal rechts rum, Viertel vor, einmal links rum, Viertel vor, einmal noch halb. Okay. Ich hab's. I got it. Wir sind schon sehr gewiefte Einbrecher, finde ich.
Okay. Also. Alle haben gesagt, es wäre Quatsch, ein iPhone zu kaufen. Aber jetzt kann ich es endlich mal benutzen. Also erstmal wieder auf 12 Uhr, oder? Moment, hier zeigt dir den Anfang. Also du musst einmal ist auf 12, genau. Und dann drehst du einmal 360 Grad. Und das war jetzt Pull oder Push? Moment, und zwar ja, links rum, also gegen den Uhrzeigersinn. Das Pull? Ich glaube, es war Push. Nee. Pull. Super. Genau, einmal auf 12. Jetzt auf rechts rum auf. Warte. Einmal hoch und dann rechts rum auf 9 Uhr. Genau. So. Jetzt wieder auf 12, aber die andere Richtung, also mit Pull. Und jetzt auf Push wieder auf halb. Gucken, warte erstmal bitte. Einmal hoch, einmal links rum da, dann wieder hoch. Oh nee. Ah nee, noch einen. Ein weiter noch, ja. Du hast recht. Auf 9 Uhr sozusagen noch. Ja. Und jetzt geht's wieder hoch auf 6 Uhr und zwar rechts rum, also Uhrzeigersinn. Ich glaube, das war's dann schon. Ah. Ja, Katsching! Jetzt müsst von oben. Panzerknacker. So. Hat die Regie nicht irgendwas, was so fett von Kohle so regnet von oben? Irgend sowas? Yeah. Make it rain! Chocolate rain! Nee. Ja, schauen wir nicht. Okay, wir haben. Na gut. Richtig viel. Ist der Kohle. Gedanke, der erzählt, ne? Ja. Also. Die Leute haben das vor ihrem Auge. Werft einfach euer ganzes Geld jetzt in die Luft. Da ist die. Leicht verzögert, aber ja, ist gut, ist gut, ist gut. Eine große Frage ist, finde ich, immer noch, wo kriegen wir den Schlüssel für das Schloss? Ja, ich hab's. Wir haben den, ja, ich weiß, ich sag nichts mehr, aber wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn du dich erinnerst, haben wir sogar schon drüber gesprochen. Ich will das halt jetzt nicht komplett spoilern, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Aber ich bin gerne dein Tippgeber. Es ist so, wir haben ein Zellenschloss, das wir nicht aufkriegen. Ja. Und ich kann dir eins sagen, wir brauchen keinen Schlüssel. Aber die Pfeile ist auch weg. Aber der Gedanke der Pfeile war gar nicht unbedingt falsch. Der Gedanke der Pfeile? Also sag, sobald du einen weiteren Tipp willst. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Wieso weißt du das? Weil ich das schon so oft gespielt habe, glaube ich. War das jetzt nicht mit dem Grog, dass man es mit dem Grog kaputt macht? Jetzt ist der Button. Da ist der Button. Da kommt dein Konfettiregen. Und zwar jetzt. Jetzt müssen wir das nämlich machen. So. Hier raus. Das ist so nervig, dass man hier immer durch das komplette. Das ärgert dich, ne? Das nervt dich, ja. Das ist einfach. Ich bin wütend. Da muss er 15 Sekunden warten. Und kein Handy in Sicht. Ein Blog-Eintrag wird kommen. Ich habe nicht mal einen Blog. Es ist nicht zu spät, eine Kritik vielleicht auch irgendwo zu lassen. Ja, also mein Review von Monkey Island kommt noch. Also ich denke auch, Kombüse, da eben den Kram, aber. Aber da war doch gar keine Kombüse. Ist das die Kombüse? Nee, hast schon recht, hier ist keine. Aber irgendwo hier ist ein Loch oben, nehme ich an. Dann kannst du in den Bauch. Haben wir den schon aufgemacht? Müsste hier irgendwo eine Bodenplatte sein oder so, wo man runterkommt. Da zum Beispiel. Das hier. Luke. Oh, Simon, du krasser Typ. Ich kenne meine Schiffe. Ja, du bist aber echt ein Pirat einfach. Damals mit BitTorrent, weiß ich noch. Okay. Das ist der Suppenkessel, den wir brauchen. Er hat die Regie Spaß. Die Wahl darauf, dass ich einpenne, weil ich bin. Heute ist Pre-Oscar-Nacht. Ich bin um 6:30 ins Bett. Ich bin sowas von müde, dass ich so merke, wie wir so langsam gerade ist hier so eine muckelige Atmosphäre, so ein ruhiges Spiel. Ja, ein kleines Feuerchen hier. Kleines Feuerchen. Wie geil wäre jetzt, wenn jetzt wäre jetzt eine Suppe, ne? Wenn jetzt jemand eine warme Suppe jetzt hätte Suppe, und kann sie so sofort löffeln. Schlafen. Hier ist ja auch ein bisschen kalt. Finde ich auch schön. Ich habe eine Heizung hergebracht. Ede hat sie so gedreht, dass sie nur auf ihn zeigt. Ja, weil mir sehr kalt ist. Ja.
Und ich hatte gehofft, dass du nicht bemerkst, dass ich. Hab ich gerade gefragt, warum wird es eigentlich nicht warm? Aber du hast sie da hinten gestellt, dann hat sie nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, naja, offensichtlich ist sie ihm nicht so wichtig. Genau. Aber deswegen ist sie so muckelig warm. So. Da ist Monkey Island. Jetzt müssen wir uns nämlich tatsächlich dahin schießen. Das ist die Kanone, mit der schießen wir uns auf Monkey Island. Und die Stunde ist schon wieder rum. Es ging sehr schnell rum, aber jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Das war eigentlich alles Tutorial. Ja. Das ist die erste Hälfte des Spiels sozusagen. Zweite Hälfte. Der Name ist ja The Secret of Monkey Island. Und jetzt sind wir kurz vor Monkey Island. Jetzt wollen wir auch wissen, was das Geheimnis ist. Ihr wollt es wissen. Also schaltet das nächste Mal wieder ein. Das nächste Mal, genau. Weil das ist der Cliffhanger. Präsentiert von Simon Kretschmer. Hi, dafür stehe ich mit meinen Bananen. Keiner von uns hat einen Cold Open vorbereitet, aber wir lassen die wilden Affen los heute. Wir gehen auf die Kokosnussinsel. Nee, wie heißt die? Die Monkey Island. Du fragst ernsthaft, wie die Island in Monkey Island heißt? Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Coconut Island klingt auch gut. Klingt schlecht. Return to Coconut Island, neuer Titel angekündigt. Können wir mal? Ja, yeah, Preview. Ich wette, es gibt mindestens 100 Coconut Islands in verschiedenen Ländern. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es sogar mehr Coconut Islands als Monkey Islands. Wieso bist du eigentlich so groß? Darf ich dich mal hier auf den Boden der Tatsachen holen? Was soll das denn? Ja, das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach nur hingesetzt, um ehrlich zu sein. Wer saß denn vorher hier? Wer hat denn so einen Nils. Kleinen Oberkörper? Ich habe keine Ahnung. Mann. Ich weiß auch nicht, wie es runtergeht. Mach du dich doch hoch. Ja, ich weiß ja nicht, wie. Ich bin so hoch. Guck mal, ich bin fast oben am. Das geht. Aber es sieht gut aus. Als wäre ich 2,20. Ja, ich hab's gefunden. Ups. Alter. warte mal. Use Staple Remover. Ab wann glaubst du, wird die Regie anfangen, uns zu helfen? Was glaube ich, wird der Moment, wann wird der Moment sein? Gar nicht, hoffentlich. Wir haben noch 38 Minuten. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde irgendwann nervös werden. denken. Oder wahrscheinlich guckt gar keiner zu jetzt gerade. Die sind schon lange gegangen, die brauchen noch 2 Stunden für diese Rätsel. Wir können gehen. Das ist wirklich genau so. Okay, wir haben sie, Leute. So, Party. Die sind jetzt beschäftigt, 35 Minuten mindestens. Das ist so schlimm, diese Folge wird die erste Folge sein, wo wir einfach keinen Progress haben, aber null. Ey, vor allen Dingen, wenn wir jetzt die Lösung kriegen, werden wir uns 100% ärgern. Ja, klar. Immer. Weil es dann wahrscheinlich doch logischer ist, als wir es wahrhaben wollen. Also, ich wäre nicht sauer, wenn es irgendein kleiner Pixel-Hunting-Kram ist, so dass man irgendeine spezielle Sache nicht gefunden hat, das zu erfahren. Aber so wie die Planke. Es ist ja wahrscheinlich etwas mit den Das ist es ja immer, ne? Es ist was mit den Items, die wir schon haben. Wir sind in einem sehr kleinen Escape Room und wir haben mehr oder weniger schon alles 100-mal durchgesucht. Das ist eine sehr gute. Sicher ganz oben. Nee, gehen wir noch mal eine Reihe weiter. Du gehst immer hier, hörst du auf. Nein, ich meine bei den Items. Ach, da stimmt, da haben wir ja noch mehr Items. Das ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Probier doch mal das andere Papier. Du hast vollkommen recht. Use Map with. Aber wenn es jetzt geht, wäre ich auch sauer. Das ist nicht gut. Wir haben Feuer. Okay. Okay, schnell. Das war das Problem, dass da noch eine Reihe Items war. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, aber dass man nicht einfach alles aus Papier nehmen kann oder ein Seil. Use schon weird. Fire so. With Fuse. Use. Ja, gut. Okay, ich habe schon Panik bekommen. Ja, okay. Das war die Lösung. Die Lösung, das Schwerste am Rätsel war, alle Items zu finden, die wir haben. Aber Feuer in der Tasche, das ist auch wirklich Adventure-Logik. Ja. Boy, sure is hot here. Aha, also heiß, hot, wie sagt man, Hot Spring? Hot Springs fand ich schon ganz. Ja, so eine Heißspringe. Was heißt denn Spring? Eine Heißspringe. Na, so eine. Du meinst den Fluss, das Wasser, meinst du? Also, ja, das warmes Wasser wollte ich einfach nur sagen. Nein, ich weiß schon, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie heißt das? Spring, ne, Therme. Boy, sure is hot. Genau, und dann sind wir da hoch. Nee, da oben war nur der Stein, den man runter. Ach, nee, da war der Katapult.
genau, das Katapult, aber kann man nicht auch noch links weitergehen? Das Katapult oder der Katapult? Oh, ich weiß es nicht mehr. Nee, okay, man kann nicht hier gehen. Ich hätte jetzt gesagt das, aber ich. Heißt es der oder das Level? Weiß ich nämlich auch, mache ich auch mal falsch. Okay, ganz oben war nichts. Das ist halt bei englischen Wörtern wahrscheinlich debattierbar, aber ja. Katapult. Oh, aber vielleicht ist ein deutsches Wort Level. Level ist ein deutsches? Nein, ich sag, oft ist sowas, ist der Ursprung dann irgendwie Latein oder so. Hast du es gerade gemacht? Nein. Ey, die haben es wirklich geschafft, einen kompletten Wiki-Artikel zum Thema Katapult zu schreiben, ohne einen Artikel zu benutzen. Das wäre gut. Aber ist es nicht ein Trebuchet? Ja. Ich hab gedacht, das heißt Trebucket. Ja, ich hab das Englische mal in meinem Kopf ausgesprochen, wie dem Bucket. Und dann, wie dumm, ey. Ja. Ah, hier, Victionary, da kann ich gucken. Das Singular, das Katapult. In die Kamera. Heißt eine Pulle, deshalb, weil man quasi zieht, also man zieht, trinkt. Das ist eine sehr gute Idee, ne? Dass das zusammen. Gib mir mal die Pulle. Gib mir mal, ja. Also, das ist für mich die beste Erklärung, die ich je gehört habe dazu. Wahrscheinlich auch die einzige, fairerweise. Aber jetzt, wo du sagst, ich würde dich wählen. Nobelpreis. Ich würde sie wählen. Er weiß, was Pulle heißt. Also, es ist mehr als alle anderen Politiker. Ja, du hast es dir selbst erarbeitet. Ja. It won't go further. Okay, das heißt, das ist das Letzte. Das gucken wir uns noch 15 einmal Sekunden, an. Das schaffen wir noch. Seit wann bist du so fixiert auf die Uhr? Nein, ich finde es einfach schön, Countdown zu haben, ein gewisses Ende zu haben, wo man weiß, guck mal, das kriegen wir noch hin, alles andere ist dann der nächsten Folge, weil wir wissen es ja auch nicht besser. Hätten wir am Anfang nicht so lange mit der Kanone gekämpft. Nee, okay. Über den Horizont. Na gut. Ja. Ja, jetzt ist die Zeit um. Dann machen wir dann an der nächsten Stelle weiter. Der Affe ist, glaube ich, der Affe ist. Das Rätsel, Erlösung. Dann soll ich einfach mal locker machen, der Affe, ey. Ich bin voll dafür. Dann sagen wir jetzt Tschüss und ihr seht uns dann beim nächsten Mal wieder. Es war jetzt nicht der Mega-Progress, okay, aber es ist auch schwer. Es ist schwer. Wir wissen jetzt wirklich, was auf der Insel ist. Wir haben auch schon viele Sachen vorgelöst. Uns fehlt nur noch jetzt hier in der Mitte so. Wir sind im Flaschenhals angekommen. Na gut, nächstes Mal geht's besser. Weiter. Die zwei besten Rätsellöser wurden zu einem neuen Fall hergerufen. Die wissen natürlich, es ist ein schweres Spiel, viele Rätsel. Wen holen wir da? Natürlich das T und das K aus TKKG. Moment, lieber. Offensichtlich den Anfang nicht mitgekriegt. Oh! Kretschmer und Garde. The Eddie. Oh mein Gott, wie schlecht. Let's go. Schnell. Komm. TKKG, die Profis sind weh. TKKG. Ist das. Nee, fünf Freunde. Ich weiß, und Timmy, der Hund ist fünf Freunde. Fünf Freunde und Timmy, der Hund. Ist das nicht Frank Zander, der das gesungen hat? Ich kenne das alles nicht so. Fünf Freunde und Timmy, der Hund. Ja. Warum gibt es keinen Song Monkey Island? Das finde ich voll komisch. Monkey Island mit Simon und Ede. Sie lösen jedes Rätsel sofort, weil sie es können. Simon und Ede! Das hat mir gefallen, weil sie es können. Aber sofort würde ich sagen. Das ist direkt eine Lüge. Weil wir hängen hier auf dieser Insel. Wir sind gestern sag ich schon, wir sind das letzte Mal hier bei Monkey Island gekommen. Und seitdem. Das war schon schwer genug. Ja, das war schon schwer genug. Ich komme nicht mal aus diesem Bildschirm raus hier. Das ist nervig. Ich muss unten rechts, genau. Da. Das ist halt auch blöd, weil wir wirklich nicht wissen, was wir mit ihm machen können. Wir haben noch ein Paddel in einer Canyon, in so einer Spalte. Dafür brauchen wir aber ein Seil, das hängt in den Händen eines Aufgehängten. Gib mir das noch. Und dafür brauchen wir die Bananenpflücker. Und der Bananenpflücker ist bei den Kannibalen, die ihn geklaut haben von Herman Toothrot, weil der was geklaut hat? Ich glaube, wir kommen der Lösung gerade nahe. Was haben die Kannibalen? Es ging um den Schlüssel zum Affenkopf. Ja, und genau. Um den Bananenpflücker. Wer hat denn jetzt was? Der Tooth-Dings hat
Ja, was hat er denn? Genau. Er hat den Schlüssel zum Affenkopf. Und den gibt er uns aber nicht. Guck mal hier. Weil er vorher den Bananenpflücker haben will. Daran hat er kein Interesse. Also gehen wir zu den Kannibalen. Wir haben sie aber auch komischerweise noch nicht gefunden. Die sind wahrscheinlich im Norden dann. Zu den Kannibalen. Erstmal müssen wir den Bananenpflücker. Wir müssen dem Affen noch was geben. Ja, ich versuche nur gerade für mich das in Ordnung zu bringen. Dann brauche ich nicht ständig drüber nachdenken. Wir gehen zu den Kannibalen, kriegen die Bananenpflücker, holen das Seil, können mit dem Seil zu der Klippe runter, können da das Paddel holen. Mit dem Paddel können wir das Boot benutzen. Mit dem Boot können wir auf in die Nördlichen. Spoilst du jetzt das ganze Spiel? Nein, aber ich fasse zusammen, was wir alles schon rausgefunden haben. Aber das haben wir, das wissen wir doch noch gar nicht alles. Ja, aber das ist doch die Theorie. Das ist die Theorie. Okay, jetzt wir wollen das Paddel haben. Ich bin es gerade jetzt einmal so durchgegangen. Und mit dem Paddel können wir dann, wie gesagt, das Boot benutzen und wahrscheinlich in Norden. I don't think he's interested. Also fängt alles nämlich an mit den Kannibalen und den Bananenpflückern. Wo sind denn die Kannibalen? Das ist ja der Punkt, Mann. Deswegen, da bin ich doch gelandet. Mann, der Affe macht nichts. Ja, es ist scheiße. Warum versteht er uns auch nicht? Geh jetzt in den Dschungel. Boah, ey, ich bin auch kurz vor Komplettlösung, ey. Aber wir machen doch erst 10 Minuten. Die Leute wollen uns schwitzen sehen und paniken. Es muss irgendwas Dummes sein, dass wir da nicht drauf kommen. Und zwar im Sinne von, wir müssen den irgendwie anlocken oder so. Weißt du, den Affen. Irgendwo hinlocken, glaube ich. Irgendwas, was nicht so ohne war. Ja, ich habe schon versucht, ihn zu dieser Bananeninsel, zu Bananenpalme zu bringen, damit er uns nochmal welche abschüttelt oder so. Aber ich bin völlig zuversichtlich, dass wir noch heute die Lösung finden. Das ist doch aber optimistisch. Bist du zuversichtlich, dass wir die Lösung selber rausfinden? Naja, nicht mehr so ganz. Aber wir haben das mit der Kanone auch hingekriegt. Ja, da saßen wir noch ein bisschen länger. Und die meisten Sachen sind ja sehr einfach, weil wir halt so klug sind. In dem Fall hat man kniffligeres Rätsel. Ey, wir können uns einen Tipp geben lassen. Wie denn? Es gab hier doch ein Tippmenü. H oder so. Nee, H nicht? Fuck you. Ja, dafür brauchen wir das Seil. Ja. Das hilft uns alles nicht. Okay, aber noch hier mal. Sind wir richtig. Mach nochmal H. Auf zum Fort auf dem Vulkan. Welcher Vulkan? It doesn't seem to open. Aber man kann hier zumindest. Aber du kannst um den Vulkan rumlaufen. Schau mal. Das ist doch eine gute. Ja! Hä? Oh, komm, fuck you. Das sind 4 Pixel in braun. Alter. Und hier sieht man aber gar nichts. Muss man da erst. The trail ends here. Oh Gott, okay. Und da liegt ein Seil auf dem fucking Boden. Ich kann es wirklich kaum glauben. Das ist schon einfach nur noch unfair. Aber wir brauchen 2 Seile. Glauben. Ja, aber jetzt kommen wir weiter auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier die nötigen. Was ist da? Hier, ja, siehst du, das ist nämlich das fucking Fernglas mit der Lupe. Wo ich die ganze Zeit von rede, da wo es heiß ist. Und was machen wir mit dem Feuer? Oh. Is that a banana in your pocket or are you just glad to see us? Das könnte das einzige Mal sein, wo das funktioniert mit dem hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Hey, do you really think we're that stupid? I wouldn't push it if I were you. No, go ahead and eat me. Hey, whatever you say, we might eat you, we might let you go. We'll have to talk about it with the village nutritionist. Affe, wenn der Affe wüsste, was wir für ihn eigentlich hier alles machen. Für seine Ernährung. Was essen Affen eigentlich noch, außer Bananen? Essen die auch so Käfer wahrscheinlich, ne? Läuse? Keine Ahnung, ja, was wahrscheinlich alles Geziefer, was sie so finden können. Ja, aber essen die auch mal so Salate oder so anderen Arten? Ja, so Caesar Salad wahrscheinlich so. Wenn sie einen kriegen können. Aber nur mit Kugelschreiber. And it says, made by Lemonhead, just like one of mine. We should take this to the great monkey. Yes, I agree. Irgendwie sieht die ein bisschen Hitler-mäßig aus, die Zitrone. Jetzt kann ich es auch nicht mehr sehen. Zitronen-Hitler. Ja, jetzt, wo du sagst, can't aber. Make it unseen. Das klingt jetzt aber schon so ein bisschen wie so ein Schulkonzert von so 5-Klässlern, die zum ersten Mal in ihrem Leben Instrumente gespielt haben und jetzt am Elternabend irgendwie was vorführen. Ja, danke. Hier kommt die 5B, ja. Die Blockflöten- und Glockenspielklasse.
toll. Und die Eltern alle, ja, ganz toll. Ja. Das hat alle die Handys gemacht. Raus, ja. Das gucke ich mir immer wieder an. Ey, shit, was... Wir haben uns verlaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Wege hier überhaupt gibt. Wir sind doch nur eben gerade straight aus. Ja, ich verstehe es auch nicht. Du hast, geh mal wieder zurück jetzt, wo du herkommst. Nee, hier, wieder da, wo du rein bist und gucken, ob das gleiche Bild kommt oder ob was anderes kommt, weißt du? Okay, das wär hart. Siehst du? Ja, das ist typisches LucasArts-Labyrinth. Ja, aber ich will doch raus. Ja, du kommst hier nicht mehr raus. Ja, ne? Das ist aber so, kannst du doch nicht mit mir umgehen. Du kommst hier nicht mehr raus. Oh, jetzt kann ich nicht weiter. Doch, okay, komm, ich dachte schon. Hier ist irgendwas. Ah, hier, ja, ist der Ausgang. Hier kommst du raus. Krass, okay. Disembodied Head. Okay, da müssen wir wahrscheinlich zu dem Leichentyp gehen, der das Seil hatte. Und seinen Kopf mitnehmen, das ist aber ganz schön düster. Aber wir haben ein paar Ideen, aber noch keine klare Lösung. Wir sind bei 68% erst. Kann ich kaum glauben. Das Ende sind auch noch mal ein paar Rätselchen. Ja gut, wir haben ja auch noch mal eine Zweier-Session. Ich glaube, wir haben erst 5,5 Stunden auch gespielt. Das ist eigentlich relativ gut. Die sind super. Ja. Besten. Herr Kretschmer. Wir geben wieder die Hand, ne? Wir geben die Hand, ja. Und wir knutschen auch gleich noch. Das Ergebnis davon seht ihr beim nächsten Mal. Edi, ich bin traurig, denn heute ist schon die Abreise vorbei. Weißt du, wer ich bin? Oh, du hast recht. Wer sind Sie, mein Herr? Was haben Sie? Ja, du hast recht, ich bin's. Ich hab dich an dem Ding hier erkannt. Ah, oh, Ed Gorbatschow. Heißt das so? Den nenne ich immer so. Mein kleiner Gorbi. Hier ist mein kleiner Gorbatschow. Heute mit dem kleinen Gorbi. Heute hier, Monkey Island. Das wird geil. Ich bin bereit. Wir haben uns ein hehres Ziel heute gesteckt. Wir wollen Monkey Island heute durchzocken. Und wir könnten es. Wir sind doch schon da. Guck mal, hier sind noch mal 3 Köpfe. Also wir hätten jetzt wie viele? Ein Herz. Moment. Wir denken aber auch gerade falsch. Oder ich habe dich auch, glaube ich, auf die Pferde gebracht. Ich denke die ganze Zeit, wir brauchen einen Kopf. Ja, denke ich auch. Ja, aber klar, wir brauchen den Kopf von denen. Aber nicht als zum Austausch, sondern wir müssen den... Kann sein, dass wir den diesen Bananenpflücker-Kram, dass wir das einmal machen müssen? Und dass die uns dann den Kopf geben? Weil... Ja. Wir wollen ja gar nicht den Kopf austauschen, wir wollen ja einfach, dass sie uns den Kopf geben. Und wir wollen auch nicht, oder glaubst du, die machen uns dann noch einen? Das kann sein, dass die uns, dass wenn wir denen was geben, die uns einen Kopf machen. Wie schwer kann es sein, sich so einen Kopf zu machen? Mach dir nicht so einen Kopf, wir schaffen das schon. Warte. Was ist mit... We couldn't take that. Okay. You've already given us so much. We couldn't take that. You've already given us so much. We couldn't take that. You've already given us so much. Well, was hast du gerade? Was hast du ihm gegeben? Broschüre. It looks like instructions on how to get ahead. We could give him our head and use these instructions to get ourselves a new one. Yes, I suppose we can give you this now. Thanks. Ist nee, klar, einfach die Broschüre geben. Dried up old head, doesn't it? So. How to get ahead in navigating. I don't see anything special about it. Wollen die mich denn verarschen? Und ich kann mich da nicht dran erinnern. Das klingt ja, nicht. Es war ja einfach nur ausprobiert. Es war einfach jetzt Glück, dass es schon in völliger Verzweiflung, man kennt es bei so Adventures, einfach jedes Item probiert. Und eigentlich klappt das nie. Jetzt würde ich so gerne wissen, was er im Deutschen sagen, was diese Broschüre aussagt, dass das irgendwie passt. Wahrscheinlich irgendwie navigieren mit Köpfchen oder sowas. Ja, das ist gut. Hm. Deutsche Übersetzung, Etienne Gardet. Komm. Wir sind nämlich, glaube ich, jetzt wirklich hier im letzten Bild. Ach komm, ey. Das ist nur noch hinterhältig. Vielleicht machen wir doch was falsch. So langsam 2. Ah! Nein! Einen zu früh! Habe ich aufgegeben. Komm, lass uns umkehren. May I please have that necklace? No. But thanks for asking so politely. Oh, come on, please. You can beg all you want, but you can't have it. Pretty please? You can beg all you want, but you can't have it. Na, vielleicht, wenn wir das einfach mal durchziehen. Pretty please?
You can beg all you want, but you can't have it. Schade, dass er immer gleich reagiert. Pretty please with sugar on top? Hätte man. Oh, all right, you big baby. You can have it. Hey, what good's a necklace if you don't have shoulders? Wieder ein Rätsel, der Grinser. Ja, weil wir so freundlich waren. So. Ja, weil wir echt, man muss einfach hartnäckig bleiben. Da. Oh. I can't get it away from him. Oh, nix ist einfach. Alles ist immer mit Rätseln verbunden in diesem Spiel. Wie kriegen wir eine Flasche? Lach mich jetzt nicht aus, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass man irgendwo eine Feder kriegen kann, wahrscheinlich bei den Geisterhühnern, und ihnen dann Füßen. Guck mal, ob seine Füße ein echtes Ding sind. Nee, scheiße. Na gut, aber man könnte es wahrscheinlich trotzdem mit ihm benutzen. Ich weiß aber auch nicht genau, aber das irgendwie klingt das jetzt, wo ich es ausspreche, blöd. Da liegt doch hier diese kleinen Pixel. Sind die vielleicht. All I got was a feather. Geisterfeder, Simon. Wir sind einfach auch richtig gut zusammen. Ja. Das muss man wirklich. Heute läuft's. I can't find a ticklish spot on his body. Are you fucking kidding me? Okay, vielleicht muss er halt in der anderen Position sein. Geh noch mal ein Stück weg, dass er diese andere Animation kriegt. Da. Jetzt wird man die Füße nehmen. Ich weiß, das geht nicht, ja, aber. Ja. Ey, du bist so ein Feind. Aber es ist nix, hat nichts gebracht. Wie? Das hat nichts gebracht? Weil das ist jetzt umsonst alles? Wie viel Prozent hat Grog? Was muss ich mir darunter vorstellen? 150. It's a vat of cooking grease. Wirst du nicht blind? War es kein Grog? Klumpenfett, so. Den reiben wir jetzt in die Tür. Ey, wir sind in super schnell. Wir sind in 10 Minuten sowieso durch mit dem Bums hier. Schnitt. In der letzten, das letzte Rätsel irgendwie seit Stunden nicht gelöst. Say now. Let's not be hasty. Dann kannst du nicht den Priester, der die ganze Zeit. Ja. Und hier, geile Special Effekt. Ja, da hast du irgendwie am Ende gar nicht mehr gerechnet. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, man wird hier dauernd von Location zu Location geprügelt. Und man hat immer nur eine gewisse Zeit, um irgendwas zu machen, sonst kommt er und prügelt dich wieder irgendwie. Aber wir wissen ja schon, was wir machen. Wissen wir, ja? Also irgendwas mit diesem Automaten und Malzbier. Ja, ja, gut. Okay. Also der Automat. Aber es ist Grog. Ich hätte jetzt gedacht, es ist. Good to see you, son. How's the ship? If you're interested in trading up, I can give you a fair price for it. Howdy, partner. You know, just by looking at you, I can tell you're a man of the world. Richtig aufgeladen, die Faust hier. Also richtig schön, Bud Spencer, 80er Jahre vor. Ja. Bud! Wo kommt dauernd dieses Sprechen? Da, nimm die Flasche auf jeden Fall. Nimm! Super. Ich sag ja was. Der hat richtig Schmagelflasche. Du hast die auf jeden Fall, ja. Da kann er genau da sterben, wo sein Vasalle auch schon verflüssigt wurde. Das ist das Problem, wenn dein Schlag so lang dauert. Das war's schon? Wiederholung. Das ist ein guter Effekt. Ah. Hubschrauberkamera. Jetzt hab ich alles vergessen. Ich glaube, wir haben es durchgespielt. Ja,
Das war's? Das ist so leicht, dass es im zweiten Teil wesentlich, da musst du wesentlich mehr machen am Ende. Ja, es sind mehr Schritte. Das war ja relativ easy. Yikes. Oh, don't sneak up on me like that. Sorry. That's okay. Oder ein Kommentar. Passiert jetzt noch was? Oder ein Daumen. Oder ein Abo. Dann noch was, wenn da jetzt so steht, das war's, schalten Sie den Computer aus? Ich würde dem nie trauen. Nie. Aber ich kann mich auch erinnern, dass als Kind schon lange, vielleicht kommt noch mal ein anderer Text, aber ich kann mich erinnern, das lange laufen gelassen zu haben. Nur andererseits, wer schaltet denn dann so seinen Rechner aus? Kannst hat man du das ja früher auch einfach nicht gemacht? Ich komme gar nicht in das Menü. Nee, du musst es doch erst runterfahren. Oder wie war denn? Wie hat man denn das? Frage ich mich auch gerade. Wie hat man den 90ern Computer ausgemacht? Hat man den nicht auch runtergefahren? Aber ey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das will ich jetzt echt mal wissen. Was meinst du? Musst du mal nicht erst in DOS gehen und hat im DOS dann ausgemacht? Ja, das im DOS und dann. Nee, aber Moment, was für ein Betriebssystem mit Windows? Doch, so ab Windows konnte man doch zumindest beenden oder ausmachen. Ja, aber vorher im DOS hast du wirklich einfach nur ausgemacht. Ich glaube schon. Weird. Da kann die Regie gar nicht helfen, die sind viel zu jung. Die wissen das gar nicht. Die wissen gar nicht, was DOS ist. 286er. Die kennen hier noch Undos Dress, kennen die noch. Undos Dress, ja, das ist der Programmiersprache. Das ist quasi basic. Leute wie wir kennen das. So, hier, aber es passiert nichts mehr. Also, ich weiß nicht, wir lassen es bis nächste Woche einfach laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Feedback und wir hoffen, wir haben euch auch nochmal mit der neuen Version am Ende auch nochmal einen kleinen Spaß gemacht. Danke an Anton, muss man sagen. Ja, ey, wirklich nochmal, du bist MVP von diesem Let's Play. Danke. Und Simon und Ede will be back in Monkey Island 2? Question mark?